Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS25 auf der Landkreis Rostock. So, wir machen mal weiter hier beladen. Auf dass es halt falsche Richtung aufgeht. Da haben wir schon mal 3 drin. Den holen wir uns dann auch kleiner. Das muss wieder schön fleißig beladen. Und innen nehmen wir mal mit das hinten. Wenn noch einer muss, auch dann ist Schluss. Wie man so schön sagt. Kann man noch ein bisschen mehr drauf haben. Da passt noch ein bisschen was drauf, würde ich sagen. Und damals zeige ich dann die Erntereife ist daher. Da war der Sturm, großer Stumpf. Da kommst du runter die Spitzen. Immer viel mal, dass wir das nicht greifen können.
die paar Stückchen da. Ah, ich hänge schon wieder an dem blöden Stumpf. Ist kein Mauer. Jetzt könnte man auch abfahren, würde ich sagen. Dann hängen wir schon mal in Position für die nächsten. Vor allem heute über das Ding drüber. Ich begreife es nicht, warum ich da so doof bin. Das war das Falsche. Trotzdem nochmal rüber tappen. Dann muss ich mich außen machen. So, jetzt wieder zurück. Ja. Lieber ein Baumstammfahrer fühle ich mich auch nicht wohl, hab ich den Eindruck. So, let's go. So, 180 km haben wir. Das nächste Ziel, das ich mir eigentlich gesetzt habe, ist das Ding abzahlen, den Schlepper. Ich muss mal so, gucken, ob wir jetzt den Schlepper schon abbezahlen können. Ob das reicht, müsste aber eigentlich. Ab jetzt early. So, mal gucken, wenn ich Bausi dann durch habe mit den Missionen, werde ich schon eine neue LS-Karte anfangen, denke ich mal. Ich habe schon eine in der Auswahl, wird wieder eine Vierfach. Aber ich verrate noch nichts. Vielleicht ändert sich es ja nochmal. Weil ich bin ja immer beim Bausimulator noch beim
Museumsbau beschäftigt, aber der auch noch ein bisschen was dauern. Und dann habe ich ja noch ein paar Missionen mit dem mit der Verkehrsdienstbums, mit zwei Stück sind es, glaube ich, noch. Und je nachdem, wie intensiv die sind, zieht sich das ja jetzt. So. So, Spannrohre ab, aussteigen. So, einsteigen, jetzt gucken wir gleich nochmal. Das war Shop. Ja, gemietet hier. Kaufen. 180, schlag mal zu, das ist ja unser. So, haben wir zwar bloß noch 18 K, aber das machen wir jetzt mit Holz wieder weg. Jetzt habe ich jedenfalls nichts mehr, was meine Miete abzieht, da spare ich nämlich auch wieder Geld. Wenn man dann jede Stunde irgendeine Mietgebühr abzieht. Ich glaube, ich muss gleich wieder anbremsen, ich rutsche schon wieder weg. Ich vergesse es nur manchmal mit dem Anbremsen vom Stuhl. Weil früher brauchte ich es nie unbedingt, da habe ich einen gewissen Halt gehabt, weil ich hatte keine Rollen mehr am Stuhl. Davon abgesehen, was ich als Schreibtischstuhl hatte, das kann man nicht als Stuhl bezeichnen. Und da stellen die so Ding in den Garten. Oder auf dem Balkon. Oder Terrasse. Was ich als Schreibtischstuhl genutzt habe. Aber man nimmt, was man hat. Ich habe lange gehört, ob ich mir den Stuhl jetzt schon hole oder ob ich noch eine Weile warte. Was er ja noch ein paar Prozent Rabatt hatte, habe ich dann im Januar zugeschlagen gehabt. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt, wann dann auch eventuell wieder ein Jahr warten muss, bis ich wieder das Geld zusammen habe. Und die Frage ist, ob es nochmal so eine Menge gibt, wie ich jetzt im Januar gekriegt hatte, vom Dezemberlohn. Alles solche Fragen. So, müssen wir hier ein bisschen rein. Gucken, dass wir nicht wieder irgendwelchen Baumstämmen im Weg stehen. So stehen wir gut, würde ich sagen. So.
So. Runter, dachte ich noch nicht. Ja, manchmal die Beeren, die wir haben. In einen können wir dann immer noch später drauf tun. Erstmal das hier schon, was wir haben. Welche sind diese blöde jetzt? Da haben wir's. So, das steht wirklich blöd und ich habe mich sau hoch abgeschnitten. Muss ich jetzt mal zu meiner Unfähigkeit sagen. Eigentlich nur doof, das Ding dort ab, so ab, hoch abzusägen. Aber wie ist so schön, im Nachhinein ist man immer schlauer. So. Das sollte es gut passen. Nee, immer noch nicht. Hab's aber. Und das allesamt. Die Gabel ist das beste Baschee. Immer erst, wie ich jetzt gesehen habe. Entweder liegt so einem verbesserten Handling mit dem Zeug oder CSZ hat, wie das CSZ rausgebracht haben, die haben da wirklich die optimale Mischung aus Zange, Greifer und Collis gefunden. Am meisten waren es die Kollision, die blöde machen taten. Die Erfahrung habe ich gemacht. Meistens irgendwelche Kollisionen dann querschießen taten. Wo es dann dadurch nicht mehr so hingehauen hat.
So, aber erstmal genug zu dem Thema. Ich verabschiede mich erstmal von heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.